Tag, ihr Lieben. Auch heute habe ich noch meine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um das neue Buch von Jennifer L. Armentrout gehen. Wicked, eine Liebe zwischen Licht und Dunkelheit. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes einmal vorweg, bevor ich es wie in meinen letzten Videos vergesse zu erwähnen, ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich riesig über das Buch gefreut. Und Wicked ist der erste Teil einer Trilogie. Der zweite und dritte Teil, Thorn und Brave, kommen jetzt relativ zeitnah auch noch mit raus. Ich glaube, Thorn kommt im Dezember und Brave im Februar oder November und Januar. Irgendwie so. Also auf jeden Fall relativ zeitnah, was ich richtig, richtig cool finde, da man dadurch nicht so viel von der Geschichte wieder vergisst, ehe man den zweiten Teil dann lesen kann. Ich würde sagen, wir beginnen wie immer damit, dass ich euch erkläre, worum es in Wicked eigentlich geht. Bevor ich jetzt mit dem Inhalt starte, noch eine kleine Anmerkung. Wicked ist kein Jugendbuch. Ich habe es, glaube ich, jetzt in mehreren Videos schon erwähnt, aber ich wollte es an dieser Stelle auch einfach nochmal erwähnt haben, dass Wicked kein Jugendbuch ist. Ich finde, dass von der Optik jetzt nicht ganz klar raus hervorgeht, dass es kein Jugendbuch ist. Es könnte auch vom rein optischen her ein Jugendbuch sein, aber es ist es nicht. Die Charaktere sind Mitte 20 und es gibt auch erotische Szenen in dieser Geschichte. Deswegen, es ist Erwachsenen-Fantasy. Das wollte ich an dieser Stelle einfach einmal angemerkt haben. So. Für alle da draußen, nicht, dass die kleinen 12-jährigen Mädels sagen, Mutti, Mutti, das ist die Autorin von der Obsidian-Reihe, kauf mir das Buch. Ich würde es so ungefähr ab 16 empfehlen, obwohl vielleicht auch 14, ihr wisst ja, 14-Jährige und Shades of Grey und so und ja. Also vielleicht so 14, 16 würde ich das Buch empfehlen, ich tendenziell eher 16 als 14, aber es muss ja jeder für sich selber entscheiden, aber ich wollte es an dieser Stelle einfach einmal erwähnt haben. Weil ich finde, dass wir da ein bisschen drauf achten müssen. Und wir müssen gucken, was die Kinder heutzutage lesen. Und kommen wir jetzt aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Ivy. Und Ivy studiert tagsüber an der Loyola. Ich weiß immer nicht, wie man diese Universität ausspricht. Ja, Yolola. Loyola. Schwieriges Wort. Also sie studiert tagsüber an der Universität. Nachts geht sie ihrem Job nach. Und dieser Job besteht darin, mystische Wesen aus einer anderen Welt zu jagen. Ivy gehört einer Geheimorganisation an und jagt Faith. Faith sind vor vielen, vielen Jahren aus der Underwelt zu uns gekommen und wie gesagt, das sind magische Geschöpfe, die spezielle Fähigkeiten auch haben und speziell natürlich auch aussehen. Sie haben spitze Ohren, sind sehr, sehr blass und meistens blaue Augen, blonde Haare und ja, wie man sich so einen Fae halt auch vorstellt, so ein bisschen vielleicht wie Legolas aus Herr der Ringe, habe ich immer so im Kopf gehabt. Und ja, auf jeden Fall jagt Ivy diese Fae, da die Fae gefährlich für die Menschen sind, denn die Fae ernähren sich von den Menschen und ja, jagen und töten sie und Ivys Geheimorganisation versucht das natürlich zu verhindern. Die Tore, durch die die Fae in unsere Welt gelangt sind, sind verschlossen worden von dieser Geheimorganisation, für die Ivy arbeitet, sodass keine Fae mehr zu uns kommen können und ja, die Menschheit irgendwie bedrohen können. Aber die Fae, die halt in unserer Welt sind, müssen halt gejagt und vernichtet werden. Und ja, das ist Ivys Aufgabe und Ivys Job und den nimmt sie sehr, sehr ernst. Und ja, eines Nachts ist es so, dass sie angegriffen wird auf ihrem Streifzug quasi durch New Orleans und ja, es passieren merkwürdige Dinge und Ivy sieht merkwürdige Sachen, die so eigentlich nicht sein können. Und von dem Moment an ist irgendwie auch nichts mehr, wie es war und die Ereignisse überschlagen sich und Ivy muss versuchen herauszufinden, was genau jetzt da los ist mit den Geschöpfen der Underwelt und ja, dann taucht auf einmal auch noch ein extrem gut aussehender junger Mann in ihre Organisation aus, der von einem anderen Stützpunkt der Organisation jetzt zu ihr versetzt worden ist und dieserjenige, welcher ist Ren und Ren stellt sehr, sehr viele Fragen und verhält sich teilweise auch so ein bisschen merkwürdig und Ivy fühlt sich trotz allem sehr, sehr zu ihm hingezogen. Und als die beiden dann auch noch gemeinsam auf Patrouille geschickt werden, ist es für Ivy sehr, sehr schwer, sich von ihm fernzuhalten und ja, Ivy hat einen Grundsatz in ihrem Leben. Sie möchte keine Dates, sie möchte keine Beziehung, denn Ivy hat in der Vergangenheit, was das betrifft, sehr, sehr großen Schmerz erlitten und das möchte sie einfach nie wieder erleben, deswegen lässt sie auch niemanden so richtig an sie ran. Aber Ren scheint da irgendwie ihre ganzen Schutzmauern einzureißen. Die Frage, die hier allerdings im Raum steht, ist, kann sie ihm denn vertrauen, trotz dieser Anziehungskraft, die zwischen den beiden herrscht? Und ja, das herauszufinden ist es, worum es in Wicked auch schlussendlich mitgeht. Es geht darum herauszufinden, was die Wesen der Underwelt vorhaben und was Ren damit zu tun hat und ja, inwieweit Ivy ihm da vertrauen kann und mehr gibt es zum Inhalt jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte gut, ich fand die Entwicklung der Geschichte gut, ich
Fand es wieder typisch Jennifer Armentrout, mit wie viel Humor und Witz sie das Ganze erzählt hat, mit wie vielen tollen Charakteren sie diese Geschichte wieder erzählt hat. Und ja, ich fand, wie gesagt, den Ansatz dieser Geschichte wirklich richtig toll. Ich fand das mit den Fays aus der Underwelt richtig cool. Und ja, was diese Fays dann halt auch alles noch gemacht haben in dieser Geschichte, das fand ich auch noch richtig cool. Und ich bin auf jeden Fall, was das betrifft, jetzt auf den zweiten Teil mega gespannt. Ich will den zweiten Teil natürlich auch auf jeden Fall dann gleich lesen, wenn er rauskommt. Und ja, also was die Handlung und den Verlauf der Geschichte betrifft, kann ich nur sagen, hat mir mega gut gefallen. Und ich finde, Jennifer Armentrout hat hier wieder richtig coole Wendungen reingehauen in die Geschichte und coole Plot-Twists und sehr, sehr viel sexy, schmexy, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, hat sie hier auch wieder mit reingebracht. Und ich finde einfach die Mischung in den Büchern von Jennifer Armentrout einfach so wahnsinnig toll. Und ach ja, ich habe dieses Buch auch wieder an zwei Tagen gelesen. Ich habe früh angefangen am ersten Tag, habe so drei Viertel vom Buch gelesen und habe mir dann das letzte Viertel so für den nächsten Tag noch aufgehoben früh. Und ja, es ist einfach wieder eine richtig, richtig tolle Geschichte gewesen. Also was den Verlauf und das Ganze betrifft, kann ich nur sagen, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass ich Ivy als Protagonistin gut fand. Sie war mir streckenweise ein bisschen undurchsichtig. Also ich konnte sie streckenweise manchmal nicht hundertprozentig nachvollziehen, was ich jetzt aber nicht absolut dramatisch fand. Das hat trotzdem alles noch Hand und Fuß gehabt und Sinn ergeben, aber sie ist halt ein anderer Charakter wie ich und das habe ich halt beim Lesen einfach gemerkt. Und ja, ich fand, sie hat trotzdem die Geschichte ganz gut getragen und sie hat uns gut durch die Geschichte geführt. Ich bin auch nach dem Ende auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das mit Ivy alles weitergeht. Und auch was Ren betrifft, bin ich gespannt, was da noch passiert und was da noch kommt. Und ja, Ren ist auch so ein richtig, richtig toller Charakter. Und ich kann zu Ren nur sagen, dass das nicht sein richtiger Name ist. Ich dachte auch so, was ist denn Ren für ein Name? So Ren. Also ich kenne ja noch einen anderen Ren aus einer anderen Geschichte. Da ist Ren aber ein Tier und kein Mensch. Und deswegen dachte ich so, ja, Ren ist schon irgendwie ein komischer Name, aber das hat alles seine Gründe, warum er so heißt. Und wenn ihr wissen wollt, warum, lest dieses Buch. Auf jeden Fall ist Ren auch ein ganz, ganz toller Charakter und er ist ein ganz toller Gegenpart zu Ivy. Ren ist wieder so ein typischer, hotter, nicer Kerl, der weiß, was er will. Und der mit beiden Beinen im Leben steht und er ist natürlich super stark und tough und cool und er ist einfach toll. Und Ren ist einfach toll und er ist wieder so ein typischer Jennifer Armentrout Charakter. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Aber alle, die Roth kennen oder auch Damon, die werden auch ein bisschen was davon in Ren wiederfinden. Und ja, ich fand ihn einfach ganz, ganz toll als Charakter und er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, fand ich, was diesen einen Charakter betrifft, ist am Ende sehr, sehr offensichtlich, was mit diesem Charakter gewesen ist. Das finde ich, hätte man noch ein bisschen mehr vielleicht auch verstecken können. Das gab dann so eine Szene so im letzten Drittel, wo du dann schon so dachtest, na, das ist doch das und das und da steckt doch das und das dahinter und das hat sich dann auch so bewahrheitet. Aber ich finde, diese Wendung hätte man noch irgendwie ein bisschen mehr verschleiern und verstecken können. Aber das ist jetzt natürlich auch nichts Dramatisches. Aber ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, hat mir das Ganze auch gut gefallen. Ich fand den Brownie, der in der Geschichte vorgekommen ist, richtig toll. Ich habe, wo ich das erste Mal gelesen habe, dieses Wort sofort den Kuchen im Kopf gehabt und dachte mir, die redet mit einem Kuchen? Aber nein, ein Brownie ist kein Kuchen. Ein Brownie ist etwas anderes in der Geschichte. Und der Brownie in dieser Geschichte heißt Tink. Und was Tink ist und wer Tink ist und was da alles noch dazu gehört, das verrate ich euch nicht. Aber Tink ist auf jeden Fall ein absolut toller Charakter. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Tink ist so, so toll. Ich habe den so gefeiert, diesen Charakter. Ich bin auch, was diesen Brownie betrifft, gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Und ja, Tink ist einfach ganz, ganz toll und ganz, ganz cool. Tink ist so ein bisschen wie Bambi und Robin aus der Dark Elements-Reihe. Wer jetzt die Reihe kennt, wird wissen, was ich meine. Und ja, so ist Tink halt. Und ich finde das so toll und cool und er ist ein toller Charakter. Ich feiere ihn total. Ja, auf jeden Fall bin ich, was die Charaktere betrifft, auch gespannt, wie es weitergeht in den zweiten und dritten Teilen. Es sind am Ende hier einige Wendungen noch gewesen, wo man sich denkt, so, was passiert als nächstes? Wie geht das jetzt weiter? Und ja, das Ende hatte schon einen fiesen Cliffhanger irgendwie. Und was die Charaktere betrifft, kann ich mir eigentlich auch nicht sagen, außer dass sie mir sehr, sehr gut gefallen haben. Zum Setting kann ich auch nur sagen, dass wir uns hier in New Orleans befinden. Also es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte und was ich richtig cool fand, ist, hier vorne ist eine Karte von New Orleans drin, die zeigt, wo man sich bewegt in der Stadt und man kann da so verschiedene Punkte dann auch nachgucken, wo die sich befinden und das fand ich richtig, richtig cool gemacht. Ihr wisst, ich bin so ein Kartenmensch und ich finde Karten in Büchern ganz, ganz toll. Ich kann nur sagen, dass das Setting mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte die Orte, an die sie uns geführt hat. Ich mochte die Beschreibungen der Orte. Ich konnte mir das alles so gut wieder vorstellen, aber es ist Jennifer Armentrout. Diese Frau trifft halt zu 100% meinen Geschmack, was das betrifft. Also, was das Setting betrifft, hatte ich keinerlei Probleme, mir das irgendwie vorzustellen. Ich glaube, jeder hat auch schon mal New Orleans in irgendeiner Art und Weise irgendwo gesehen. Und
weiß, dass das eine sehr, sehr bunte Stadt ist, eine sehr, sehr laute Stadt ist und ja, eine Stadt ist mit sehr, sehr verrückten Menschen auch einfach. Und ich finde, Jennifer Lawrence hat das hier gut eingefangen und wiedergegeben und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Geschichte in dieser Stadt zu lesen. Und ja, also was das Setting betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ich fand es richtig, richtig gut. Und last but not least, der Schreibstil. Ich glaube, zum Schreibstil brauche ich nichts mehr sagen. Ich vergöttere diese Frau für ihre Art und Weise, wie sie Geschichten erzählt und schreibt. Ich finde die Mischung bei ihr einfach aus Sarkasmus, aus Humor, aus Sexiness, aus diesem ganzen Alpha-Tier-Gehabe und diesem liebevollen und romantischen. Ich finde Jennifer Lawrence trifft da einfach die perfekte Mischung. Also für mich ist das wirklich die perfekte Mischung aus allem. Da ist von allem etwas dabei. Es ist spannend, es ist actionreich, es ist wie gesagt, sexy, es ist humorvoll und dieser ganze Schreibstil ist einfach für mich on point und auf den Punkt gebracht. Ich liebe einfach die Art und Weise, wie diese Frau ihre Geschichten erzählt und schreibt und ich finde es toll, dass sie immer so kleine Alpha-Männer schreibt und ich finde es toll, dass ihre Charaktere immer so ein bisschen Kick-Ass sind und ja, ich kann dazu eigentlich mir auch nicht sagen, außer dass ich den Schreibstil von Jennifer Lawrence einfach nur liebe und ich liebe, wie sie diese Geschichten erzählt und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer ich liebe, liebe, liebe es. Das war meine Buchvorstellung zu Wicked von Jennifer Lawrence. Ich habe mir gedacht, da ich Wicked so sehr liebe und es vielleicht Leute da draußen gibt, die jetzt nicht so richtig wissen, was sie davon halten sollen, dass ich euch hier bei diesem Buch wieder eine Leseprobe anhängen werde. Und ja, wenn ihr die noch mithören wollt, dann bleibt einfach dran. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Leseprobe zu Wicked, eine Liebe zwischen Licht und Dunkelheit, Band 1, von Jennifer L. Armentrout, übersetzt aus dem Amerikanischen von Michaela Link. 1. Mir lief der Schweiß von der Stirn und Strähnen meines roten Haares klebten mir feucht im Nacken. Meine Beine fühlten sich an, als säße ich in einer Sauna. Und zwischen meinen Brüsten rann ein steter Strom hinab. Ich hatte einen Punkt erreicht, an dem mir erfahrungsgemäß nur noch eins half, jemanden zu verprügeln. Oder ihn vor eine Straßenbahn zu stoßen. In dieser klebrig-feuchten Hitze kam New Orleans mir vor wie einer der sieben Kreise der Hölle und der Außenbereich des Palace-Cafés wie die Höllenpforte. Oder das Wartezimmer. Ein fetter Schweißtropfen fiel mir von der Nasenspitze, klatschte auf den Text zu meinem Philosophiekurs, der Mensch als Person, und hinterließ mitten in einem Absatz einen kleinen nassen Kreis. Durch den salzigen Schweiß, der mir den Augen brannte, konnte ich ohnehin kaum noch lesen. Also schweiften meine Gedanken ab. Sollte es nicht besser heißen, der Mensch als eine Person? Mit etwas mehr individuellem Spielraum? Etwas weniger Respekt und Würde vielleicht? Etwas mehr Leidenschaft, zum Beispiel in meinem Fall? Aber nein, so funktionierte es an der Loyola nicht. Der kleine Kaffeetisch wackelte, als jemand einen großen Becher Kaffee mit Eiswürfeln direkt vor mein Buch knallte. Für dich! Ich spähte über den Rand meiner Sonnenbrille und mir lief das Wasser im Mund zusammen, als wäre ich einer von Pavlos Hunden. Valerie Autrieux plumpste auf den Stuhl mir gegenüber, ohne meinen Kaffee loszulassen. Dank ihrer spanischen und afrikanischen Wurzeln hatte Belle einen wunderschönen Ton, ein kräftiges, makelloses Braun. Und in ihren Klamotten, stets in leuchtenden Orange, Blau und Pinktönen und in jeder anderen verdammten Farbe des Regenbogens, sah sie einfach umwerfend aus. Heute zum Beispiel trug sie ein orangefarbenes, weites Neckholder-Top, das jede Schwerkraft zu verleugnen schien, eine purpurfarbene Kette und einen türkisfarbenen Bauernrock. Sie sah aus, als wäre sie gerade einem Katalog für Sommermode entstiegen. Wenn ich eine andere Farbe trug als schwarz, hellbraun oder grau, sah ich aus, als wäre ich einer Irrenanstalt entsprungen. Ich richtete mich auf, ignorierte die Tatsache, dass mein Oberschenkel am Stuhl festklebte und griff gierig nach dem eiskalten Kaffee. »Gib her!« Sie zog eine Augenbraue hoch. In der Sonne hatte Wells Haar einen kastanienbraunen Schimmer. Hübsch. Meins sah aus wie ein Feuerwehrauto. Furchterregend. Ganz gleich, wie hoch die Luftfeuchtigkeit war, ihr Kopf voller Korkenzieherlocken sah immer toll aus. Wiederum hübsch. Zwischen April und November gaben meine Locken jede Anstrengung auf und verwandelten sich in grisselige Wellen. Wiederum völlig furchterregend. Manchmal wünschte ich, ich könnte Val hassen. »Hast du dem nichts hinzuzufügen?«, fragte sie. »Jetzt zum Beispiel.« »Gib her, meine Teuerste«, ergänzte ich. Sie grinste. »Versuch's nochmal.« »Vielen Dank.« Meine Finger zappelten ungeduldig in Richtung Kaffee. Sie schüttelte den Kopf. Ich ließ mit einem müden Seufzer die Hände in den Schoß sinken. »Kannst du mir einen Tipp geben, was du hören willst? Eine Runde heiß und kalt spielen oder sowas?« »Sonst immer gern, aber heute passe ich.« Sie hob den Kaffee hoch und lächelte mich breit an.
Die korrekte Antwort lautet: Ich liebe dich so sehr dafür, dass du mir einen eiskalten Kaffee bringst, dass ich alles für dich tun würde. Sie wackelte mit den Augenbrauen. Ja, das klingt in etwa richtig. Lachend lehnte ich mich zurück, streckte die Beine aus und legte sie auf den freien Stuhl neben mir. Wahrscheinlich schwitzte ich deshalb so, weil ich kniehohe Schnürstiefel trug, in denen es ungefähr 100 Grad heiß war. Aber ich hatte heute Abend Dienst und Flipflops eigneten sich weder, um meinen Job zu erledigen, noch um die Dinge darin zu verstecken, die ich dafür brauchte. Du weißt, dass ich dir einfach in den Hintern treten und mir den Kaffee nehmen könnte, ja? Vel schob die Unterlippe vor. Das ist nicht nett, Ivy. Ich grinste sie an. Aber wahr, ich könnte deinen Hintern mit einem Ninja-Tritt die ganze Kennel Street hinauf und hinunter befördern. Vielleicht, aber du würdest sowas niemals tun, weil ich deine allerbeste Freundin auf der ganzen Welt bin, entgegnete sie nun ihrerseits mit einem breiten Grinsen. Und sie hatte recht. Okay, was ich will, ist keine große Sache. Sie zog sich den Strohhalm, der aus dem Kaffee ragte, etwas näher an den Mund und ich stöhnte. Gar keine große Sache. Was willst du? Mein zweites Stöhnen ging im Lärm der Passanten und Jaulen von Sirenen unter, die höchstwahrscheinlich zum Quarter unterwegs waren. Vel zog eine Schulter hoch. Ich habe am Samstagabend ein Date. Ein heißes Date. Naja, hoffentlich ein heißes Date. Aber David hat mich eingeteilt, das Quarter zu beackern. Also lass mich raten. Ich drapierte die Arme über die Rückenlehne meines Stuhls. Nicht die bequemste Position, aber sie half mir, mich auszulüften. Du willst, dass ich deine Schicht im Quarter übernehme. An einem Samstagabend. Im September. Mitten in der Touristenhölle. Sie nickte enthusiastisch. Bitte, 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 bitte. Sie schüttelte den Becher mit dem kalten Kaffee und die Eiswürfel darin klirrten verlockend. Bitte? Mein Blick wanderte von ihrem hoffnungsvollen Gesicht zum Kaffee und blieb dort haften. Klar, warum nicht? Ich habe schließlich kein heißes Date. Yippie! Sie stieß die Hand mit dem Kaffeebecher vor und ich pflückte ihn eine halbe Sekunde, bevor sie ihn fallen ließ, aus der Luft. Einen Moment später schlürfte ich glücklich vor mich hin, ganz und gar in einen kühlen Koffeinhimmel versetzt. Weißt du, sagte Vel und stützte die Ellenbogen auf den Tisch, du könntest durchaus ein heißes Date haben, wenn du einmal im Jahr überhaupt ausgehen würdest. Ich ignorierte diese Bemerkung und trank in einem Tempo weiter, bei dem zwangsläufig mein Gehirn gefrieren musste. Du bist wirklich hübsch, selbst mit diesem Haar. Sie deutete mit einer kreisförmigen Bewegung in Richtung meines Kopfs. Du hast wirklich tolle Möpse und dein Arsch ist total zum Anbeißen. Ich würde es sofort mit dir treiben. Ich ignorierte sie weiterhin, während sich hinter meinen Augen ein dumpfer Schmerz ausbreitete. Ich musste mich bei dem Kaffee dringend bremsen, aber er war so verdammt lecker. Stehst du überhaupt auf Jungs, Ivy? Du weißt ja, ich bin für beides zu haben. Ich bin mehr als bereit, einem Mädchen auszuhelfen. Ich verdrehte die Augen und verzog sofort das Gesicht. Dann ließ ich den Kaffee sinken und presste mir eine Hand an die Stirn. Au! Vel schnaubte. Ich stehe auf Jungs, murmelte ich, während das Eispickel in meinem Kopfgefühl verebbte. Und können wir bitte nicht über Jungs reden oder darüber, für beides zu haben zu sein oder mir auszuhelfen, denn dieses Gespräch führt unweigerlich zu dem Mangel an Orgasmen in meinem Leben und dazu, dass ich einfach mit dem nächstbesten Kerl in die Kiste springen sollte und ich bin nicht wirklich in Stimmung, darüber zu reden. Worüber willst du denn reden? Ich nahm bedächtig einen kleineren Schluck Kaffee und beäugte sie. Wie kommt's, dass du nicht schwitzt? Vel legte den Kopf in den Nacken und lachte so laut, dass ein älteres, vorbeischlenderndes Paar mit Bauchtaschen im Partnerlook sie anstarrte. Babe, ich bin in Louisiana geboren und aufgewachsen. Meine Familie lässt sich bis zu den ersten französischen Siedlern zurückverfolgen. Bla bla bla. Bedeutet, dass du eine Art magische Fähigkeit besitzt, die dich resistent gegen die Hitze macht. Während ich in meinem eigenen Saft schmore. Man kann ein Mädchen aus dem Norden holen, aber man kann den Norden nicht aus dem Mädchen holen. Ich schnaubte. Es stimmte. Ich war erst vor 3 Jahren aus Virginia nach New Orleans gezogen und ich hatte mich immer noch nicht an das Klima gewöhnt. Weißt du, was ich genau jetzt für einen Schwall Kaltluft tun würde? Sex haben jedenfalls nicht, so viel steht fest. Ich zeigte ihr den Stinkefinger. Ich wusste nicht, warum ich immer noch gewissenhaft jeden Tag die Pille nahm. Vermutlich eine Angewohnheit aus Zeiten, in denen es tatsächlich wichtig gewesen war. Vel kicherte und beugte sich über den Tisch und musterte mit ihren dunkelbraunen Augen mein Philosophiebuch. Ich kapiere einfach nicht, warum du aufs College gehst. Warum nicht? Der Ausdruck auf ihrem Gesicht legte die Vermutung nahe, dass die Hitze einige meiner Gehirnzellen weggebrutzelt hatte. Du hast bereits einen Job, der sehr gut bezahlt wird und du brauchst im Gegensatz zu anderen eigentlich nicht noch einen. Wir haben zwar sonst nicht viele Vorteile und die Lebenserwartung in unserem Job ist wahrscheinlich kürzer als bei allen anderen, außer Fallschirmspringern, ohne Fallschirm. Aber genau das ist doch ein Grund mehr, deine Zeit nicht mit diesem Mist zu verschwenden, oder? Ich zuckte mit den Achseln. Ich wusste ja selbst nicht genau, warum ich mich vor einem Jahr an der Loyola eingeschrieben hatte. Vielleicht aus Langeweile?
oder aus einem merkwürdigen Bedürfnis heraus, einmal das Gleiche zu tun wie die meisten anderen 21-Jährigen. Möglicherweise ging es aber doch tiefer und was immer es war, hatte mich bewogen, Soziologie mit dem Nebenfach Psychologie zu studieren. Ich spielte mit dem Gedanken, Sozialarbeiterin zu werden, denn ich wusste, dass ich beides tun konnte, wenn ich wollte. Vielleicht hing es mit dem zusammen, was mit... Ich verdrängte diese Gedanken. Es gab keinen Grund, heute und an irgendeinem anderen Tag darüber nachzugrübeln. Die Vergangenheit war vergangen, tot und begraben, so wie meine ganze Familie. Trotz der drückenden Hitze schauderte ich. Aber Val hatte recht. Unsere durchschnittliche Lebenserwartung war brutal kurz. Seit Mai hatten wir 3 Ordensmitglieder verloren. Cora Howard, 26, war auf der Royal Street getötet worden, Genickbruch. Vincent Carmack, 29, hatte auf der Bourbon Street sein Ende ereilt. Ihm war der Hals aufgerissen worden. Und Sherry Jordan, 35, war erst vor 3 Wochen mit gebrochenem Genick im Warehouse District gefunden worden. Todesfälle waren nichts Ungewöhnliches, aber 3 in 5 Monaten machten uns alle unruhig. Alles okay mit dir? Fragte Val und legte den Kopf schief. Ja. Mein Blick folgte der Straßenbahn, die vorbeirollte. Du arbeitest heute Abend, richtig? Sowas von richtig. Sie lehnte sich zurück, klatschte in die Hände und rieb sie aneinander. Willst du eine freundschaftliche Wette abschließen? Auf was? Ihr Lächeln wurde geradezu böse. Wer bis 1 Uhr früh die meisten umgelegt hat? Ein älterer Mann, der an unserem Tisch vorbeischlurfte, warf Val einen eigenartigen Blick zu, bevor er seine Schritte beschleunigte. Natürlich hörte man auf den Straßen von New Orleans noch merkwürdigere Dinge, vor allem in direkter Nachbarschaft vom French Quarter. Abgemacht. Ich leerte den Kaffeebecher. Moment mal, was bekomme ich, wenn ich gewinne? Falls du gewinnst, korrigierte sie mich, dann bringe ich dir 1 Woche lang Kaffee mit Eiswürfeln. Und falls ich gewinne, machst du den... Ihre Stimme verlor sich und sie kniff die Augen zusammen. Da schau mal einer an. Sie reckte das Kinn vor. Stirnrunzelnd drehte ich mich um und sah sofort, wovon Val sprach. Ich holte kurz Luft und winkelte das rechte Bein an, damit ich besser an meinen Stiefel kam. Das Mädel war nicht zu übersehen. Für die meisten Menschen, also für 99%, sah die junge Frau in dem ballenden Maxikleid wie eine ganz normale Passantin aus. Eine Touristin auf der Canal Street. Oder vielleicht auch eine Einheimische, die an einem Mittwochnachmittag shoppen ging. Aber Val und ich waren nicht wie die meisten Menschen. Bei unserer Geburt war eine Menge Hokuspokus geredet worden, um uns gegen Glamour-Zauber zu immunisieren. Wir sahen, was die anderen nicht sahen, nämlich das Monster unter der normalen Fassade. Diese Kreatur gehörte zu den tödlichsten, die Menschheit kannte, und zwar seit Anbeginn der Zeit. Eine Sonnenbrille schützte ihre Augen. Aus irgendeinem Grund war ihre Spezies empfindlich gegen das Sonnenlicht. Ihre wahre Augenfarbe war das blasseste Blau, das man sich vorstellen konnte, ein fast farbloser Ton. Aber mit Hilfe eines Glamour-Zaubers, einer Art dunkler Magie, konnte ihresgleichen bestimmen, wie die Menschen sie wahrnahmen, sodass sie uns in einer Vielfalt körperlicher Merkmale, Form und Größen begegneten. Dieses Exemplar beispielsweise erschien blond, hochgewachsen und gärtenschlank. Sie sah beinahe zerbrechlich aus, aber ihr Äußeres war extrem trügerisch. Es gab auf dieser Welt weder Menschen noch Tiere, die stärker oder schneller waren als diese Wesen. Und das Spektrum ihrer Fähigkeiten reichte von Telekinese bis hin zum Entzünden der heftigsten Brände durch die bloße Berührung ihrer Fingerspitzen. Aber ihre gefährlichste Waffe war das Vermögen, sterblich ihrem Willen zu unterwerfen und sie zu versklaven. Fey brauchten Menschen. Sich von Sterblichen zu nähren war die einzige Möglichkeit, ihren Alterungsprozess so zu verlangsamen, dass sie beinahe unsterblich waren. Sonst alterten und starben sie genau wie wir. Manchmal spielten sie mit ihren Opfern, nährten sich monatelang, wenn nicht jahrelang von ihnen, bis nichts mehr übrig war, außer einer vertrockneten Hülle dessen, was einmal gewesen war. Dabei vergifteten sie den Körper und den Geist des Menschen und verwandelten ihn in etwas, das genauso gefährlich und unberechenbar war wie die Fey selbst. Aber manchmal schlachteten sie ihre Opfer auch einfach direkt ab. Menschen wie Val und ich konnten nicht völlig dagegen geschützt werden, dass Fey sich mit allen üblichen Auswirkungen von uns nährten. Aber schon vor Jahrhunderten hatte man den einfachsten, kleinsten Gegenstand entdeckt, der uns zumindest vor der Unterwerfung unter ihren Willen bewahrte. Nichts hatte einen solch unerwarteten und krassen Effekt wie ein 4-blättriges Kleeblatt. Jedes Mitglied des Ordens trug eins. Val hatte ihres in ihrem Armband eingewoben. Ich trug meins in meiner Kette aus Tigerauge. Ich legte es niemals ab, nicht einmal zu Hause, wenn ich duschte und schlief, da ich auf die harte Tour gelernt hatte, dass ohne so ein Kleeblatt kein Ort hundertprozentig sicher ist. Wir durchschauten den Glamour-Zauber, mit dessen Hilfe die Fee sich tarnten, und waren damit in der Lage, sie zu entdecken und zu jagen.
Ihre wahre Gestalt war ebenso schön wie verstörend. Ihre Schönheit war von unmenschlicher Makellosigkeit, mit hohen kantigen Wangenknochen, vollen Lippen und schrägstehenden Augen. Ihre Haut schimmerte silber, ähnlich flüssigem Stickstoff und war unglaublich glatt. Alles an ihrer wahren Gestalt war auf schauerliche Weise anziehend, dies dem Betrachter schwer machte, den Blick abzuwenden. Das Einzige, was sie Märchen und Mythen richtig beschrieben, waren die leicht spitzen Ohren. »Verdammte Fay«, murmelte Val. Sie sprach mir aus der Seele. »Fay hat mir alles genommen. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Und ich hasste sie mit der brennenden Kraft von 10.000 Sonnen. Abgesehen von den Ohren waren die Fay ganz anders, als sie in Disney-Filmen dargestellt wurden. Oder als die Feen und Elfen um die Shakespeare-Geschichten gesponnen hatte. Und sie gehörten wie alle ihre entfernten Verwandten nicht in diese Welt. Vor langer Zeit hatten die Fae einen Weg gefunden, die Grenze zwischen ihrem Reich, das als die Anderwelt bekannt war, und dem Reich der Sterblichen zu durchbrechen. Die Sommer- und Winterhöfe hatten sich, falls es sie überhaupt jemals gegeben hatte, aufgelöst. Die Fae bildeten nur eine einzige gewaltige Gruppe mit einem wirklich beängstigenden und total typischen Ziel. Sie wollten die Welt der Sterblichen übernehmen. Und es war unsere Aufgabe, sie in die Anderwelt zurückzuschicken oder sie zu töten, was schneller ging. Das Problem dabei war, dass weder das eine noch das andere leicht zu bewerkstelligen war und die Fae sich in jedem Bereich der sterblichen Welt hineingewoben hatten. Als die Frau an unserem Tisch vorbeiging, blickte Val zu ihr auf, ganz die freundliche Unschuld, und die Fae reagierte mit einem gepressten Lächeln, nicht ahnt, dass wir ihre Maskerade durchschauten. Val sah mich an und zwinkerte mir zu. »Die da gehört mir.« Ich klappte mein Buch zu. »Nicht fair! Ich habe sie zuerst gesehen!« Sie stand auf und strich mit der Hand über den breiten Ledergürtel, den sie über ihrem Rock trug. »Bis später!« Sie machte Anstalten, sich umzudrehen. »Ach, und danke für Samstagabend. Ich werde mich flachlegen lassen und du kannst sozusagen stellvertretend für mich leben.« Ich lachte und steckte mein Buch ein. »Vielen Dank!« »Ich denke immer an andere. Mach's gut!« Sie wirbelte herum, wich elegant einem anderen Tisch aus und verschwand im Gedränge der Fußgänger. Val würde die Fae einholen und an einen Ort locken, wo sie sich ihrer schnell entledigen konnte, ohne dass ein argloser Mensch Zeuge von etwas wurde, das für ihn wie kaltblütiger Mord aussehen musste. Sonst konnte es nämlich richtig schnell richtig peinlich werden. Der größte Teil der Menschheit hatte keine Ahnung, dass die Fae wirklich existierten, obwohl sie überall anzutreffen waren. Und in einer Stadt wie New Orleans, wo tonnenweise schräger Mist abging, ohne dass die Leute mit der Wimper zuckten, hatten sie sich zu einer echten Plage entwickelt. Als ich den Blick hob und auf die sich wiegenden Palmen starrte, fragte ich mich, wie es sich wohl anfühlen mochte, wie jeder andere normale Mensch zu sein, der hier durch die Straßen lief. Einfach in, nun ja, seliger Ungewissheit zu leben. Wenn ich in eine andere Familie hineingeboren worden wäre, wäre so vieles anders gewesen. Vermutlich würde ich dann im Frühling meinen College-Abschluss machen. Ich hätte eine große Gruppe von Freunden, einander verbunden durch Erinnerungen statt durch Geheimnisse. Ich hätte vielleicht sogar einen keuchfesten Freund. Einen festen Freund. Sofort verschwand die belebte Straße vor meinen Augen. Da waren nur noch ich und diese seelenvollen braunen Augen. Gott, 3 Jahre waren vergangen und es tat immer noch höllisch weh, auch nur an Sean zu denken. Einige der Details verblassten langsam und das Bild seines Gesichtes verschwamm allmählich. Aber der Schmerz war nicht geringer geworden. Ein Saatkorn der Trauer hatte tief in meinen Bauchwurzeln geschlagen und ich versuchte verzweifelt, es zu ignorieren. Denn wie pflegte meine Mutter noch gleich zu sagen, nicht meine echte Mom. Ich war zu jung gewesen, als sie getötet worden war, um mich an sie zu erinnern. Meine Pflegemutter, Holly, hatte oft gesagt, wenn Wünsche Fische wären, würden wir alle Netze auswerfen. Es war ein Zitat, das sie aus einem Buch hatte, und es bedeutete locker übersetzt, es hatte keinen Sinn, Zeit mit etwas zu vergeuden, das man nicht haben konnte. Es war nicht so, als wüsste ich nicht, wie wichtig mein Job, meine Verpflichtungen war. Die Zugehörigkeit zum Orden, einer weit verzweigten Organisation, die über Wissen verfügte, das in den Familien von Generation zu Generation weitergegeben wurde, hatte zur Folge, dass mein Leben mehr Bedeutung hatte als das der meisten anderen. Jedenfalls sagte man das. Jeder von uns hatte eine Tätowierung, die uns als ein Mitglied des Ordens auswies. 3 ineinander verschlungene Spiralen, die an ein vorkeltisches Design erinnerten, und darunter standen 3 gerade Linien. Der Orden hatte die Linien zu einem Freiheitssymbol erklärt. Die Freiheit, ohne Angst zu leben. Die Freiheit, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Die Freiheit, zu gedeihen. Ich hatte mein Tattoo an der Hüfte. Keiner von uns trug es an einer Stelle, die Sterbliche oder Fee auf den ersten Blick hätten sehen können. Also war es tatsächlich wichtig, was ich mit meinem Leben anfing. Das verstand ich. Der Orden war meine Familie. Und ich bereute nichts von dem, was ich tun musste oder was ich aufgeben musste.
Selbst wenn der Großteil der Bevölkerung keinen Schimmer hatte, was der Orden und ich taten, bewirkte ich etwas. Ich rettete Leben. Und wenn ich wollte, war ich ein richtig krasser Ninja. Das zauberte ein Lächeln auf meine Lippen. Ich sprang auf, warf mir meinen Rucksack über die Schultern und schnappte mir meinen leeren Kaffeebecher. Es war Zeit, an die Arbeit zu gehen. Der Faye, den ich draußen vor einer Bar auf der Bourbon Street entdeckte, erinnerte mich an Daryl Dixon aus The Walking Dead. Was ätzend war, da ich ihn würde töten müssen. Er trug ein hellbraunes Hemd mit an den Schultern abgeschnittenen Ärmeln. Die Ränder waren ausgefranst und zerschlissen. Und seine Jeans waren den Knien komplett ausgebleicht. Er hatte diese befremdliche, heiße Redneck-Ausstrahlung, vor allem mit seinen zotteligen Haaren. Der ganze Kram mit der silberfarbenen Haut und den spitzen Ohren ruinierte diesen Charme allerdings komplett. Als er nacheinander sämtliche Bars auf der Bourbon Street abklapperte, erinnerte er mich an einen Touristen, denn jedes Mal, wenn er irgendwo herauskam, hatte er einen neuen Getränkebehälter in der Hand. Es hieß, dass Alkohol auf Faye keine Wirkung hatte, sich aber mit einem für Menschen ungenießbaren Gebräu aus Nachtschatten berauschen konnten. Nachdem ich ihn eine Stunde lang beobachtet hatte, stieg in mir der Verdacht auf, dass ihn in jeder dieser Bars vielleicht ein Faye bedient hatte. Denn als er der Bourbon Street den Rücken kehrte und am Gambo Shop vorbeikam, schwankte er, als wäre er sternhagelvoll. Ich nahm mir vor, David Faustin anzurufen, den Vorsitzenden des Ordens in New Orleans, um festzustellen, ob er von den anderen Mitgliedern etwas darüber gehört hatte, dass in Menschenbars Nachtschatten ausgeschenkt wurde. Aber zuerst musste ich mich um diesen Daryl Dixon-Verschnitt kümmern. Ich konnte ihn schlecht vor aller Augen niederstechen, außer ich wollte die Nacht im Gefängnis verbringen. Schon wieder. Als ich das letzte Mal dabei beobachtet worden war, wie ich einen Faye erledigte, kam die Polizei und obwohl es keine Leiche gegeben hatte, war es schwer zu erklären gewesen, warum ich bis an die Zähne bewaffnet war. Und ich hatte wirklich keine Lust, mir anhören zu müssen, wie David rumzickte, weil er wieder an den Strippen hatte ziehen müssen und so weiter und so fort. Inzwischen hatte ich einen Mordshunger. Der Duft von Baynets, die nur darauf warteten, von mir verspeist zu werden, wehte zu mir herüber und vor lauter Schwitzen hatte ich wahrscheinlich schon einen Pfund von meinen Brüsten eingebüßt, als der Faye schließlich in eine Gasse stolperte. Halleluja! Da es Mittwochabend war, waren nicht viele Faye unterwegs. Schlecht für meine Wette mit Val. Am Wochenende sah es ganz anders aus. Wenn mehr Sterbliche unterwegs waren, an denen sie sich vergreifen konnten und sie leichter damit durchkamen, dann trieben die Faye in Scharen aus ihren Schlupflöchern. Wie Kakerlaken, die nachts herumhuschten. Der Faye verschmolz mit den tiefen Schatten der schmalen Gasse. Leise folgte ich ihm und hielt mich dicht an den feuchten Ziegelsteinmauern der Häuser. Ich nahm die Hand von dem Riemen meines Rucksacks und stöhnte, als der Faye plötzlich stehen blieb und sich einem der Gebäude zuwandte. Er fasste sich an den Reißverschluss seiner Hose. Echt jetzt? Hatte er ernst davor zu pinkeln? Igitt! Das stand sowas von nicht auf meiner Liste mit Dingen, die ich heute Abend hören oder sehen wollte. Und konnte ich wirklich ein Wesen töten, das gerade pinkelte? Es war irgendwie unsportlich, einen Typ mit heruntergelassener Hose zu treten. Doch ich würde auf keinen Fall abwarten, bis er sein Geschäft verrichtet hatte. So langsam wie er sich bewegte, müsste ich ungefähr 10 Minuten hier stehen, bevor er auch nur seinen Reißverschluss unten hatte. Den Blick weiter auf den Faye gerichtet, bückte ich mich und legte die Hand um den Griff eines Eisenflocks, den ich in meinen Stiefel gesteckt hatte. Eisen hatte schon immer eine fatale Wirkung auf die Faye gehabt. Sie mieden es, wo sie konnten. Schon die Berührung von Eisen versenkte sie. Und wenn man eine Faye damit in die Brust stach, tötete man sie zwar nicht, schickte sie aber auf direktem Weg zurück in die Anderwelt. Wenn man ihnen den Kopf abtrennte, erledigte sie das allerdings ein für allemal. Aber Gott sei Dank genügte es, sie in die Anderwelt zurückzuschicken, denn natürlich war es eine eklige Sauerei, Köpfe abzuhacken. Überall verborgene Portale verbanden unsere Welten. Sie waren seit Jahrhunderten verschlossen, aber immer noch gut bewacht. Es war eine Reise ohne Wiederkehr, wenn man einen Faye zurückschickte. Ich trat von dem Gebäude weg, meinen Flock in der Hand und bewegte mich schnell durch die Gasse. Hinter mir blieb der Lärm der belebten Straße zurück, gedämpfte Gespräche und das ferne Dröhnen von Gelächter. Meine Finger schlossen sich fester an den Flock, als der Faye die Beine spreizte. Ich gab keinen Laut von mir, als ich direkt auf ihn zuging, aber irgendein angeborener Instinkt machte ihn auf meine Anwesenheit aufmerksam. Faye konnten uns nicht direkt spüren, aber sie wussten, dass es den Orden gab und was er tat. Der Faye drehte sich halb um und sah mich mit einem unsteten Blick aus seinen milchig-blauen Augen an. Verwirrung zeichnete sich auf seinen markanten Zügen ab. »Hey«, zwitscherte ich und holte weit aus. Sein Blick flackerte zu meiner Hand und er seufzte. »Scheiße!« Selbst berauscht und im Begriff zu pinkeln war der Faye verflucht schnell. Er wirbelte herum, wehrte meinen Hieb mit einem Arm ab und riss das Knie hoch. Ich warf mich zur Seite und entkam nur knapp einem Tritt in den Bauch.
Ich schaute nicht nach unten, um zu sehen, wie weit er mit dem Reißverschluss gekommen war, sondern sprang vor und tauchte unter dem Arm durch, mit dem er nach mir schlug. Ich schnellte hinter ihm hoch und trat ihm mit dem Fuß in den Rücken. Der Fee ächzte und taumelte einen Schritt, dann drehte er sich zu mir um, während ich vorsprang, um die Sache zu Ende zu bringen. Ich schwang die Hand mit dem Pflock und die scharfe Spitze war kaum 2 Zentimeter von der Brust des Fee entfernt, als er zischte: Deine ganze Welt endet. Er ist. Ich rammte den Eisenpflock in die Brust und schnitt ihm damit das Wort ab. Die Spitze durchbohrte seine Haut wie fadenscheinigen Stoff. Eine Sekunde lang blieb er intakt, dann öffnete er den Mund und stieß ein schrilles Heulen aus. Wie ein Kojote, der von einem Truck überfahren wurde. Heilige Haifischzähne! 4 seiner Schneidezähne waren rasiermesserscharf und verlängert. Sie reichten bis zu seiner Unterlippe und erinnerten mich an einen mutierten Säbelzahntiger. Es war nicht hübsch anzusehen. Fey konnten beißen. Tatsächlich hatten alle Kreaturen aus der Anderwelt die Neigung zu knabbern. Ich wich zurück und ließ den Pflock sinken, während der Fee irgendwie in sich selbst hineingesogen wurde. Von seinem zotteligen Kopf bis zu seinen Sneakers faltete er sich wie ein Stück Papier zusammen, das zerknüllt wurde und schrumpfte von über 1,80 Meter auf die Größe meiner Hand zusammen. Es krachte einmal wie bei einer Knallerbse und ein intensives Licht blitzte auf. Dann war er weg. Deine letzten Worte waren irgendwie klischeehaft und lahm, sagte ich zu der Stelle, an der der Fee eben noch gestanden hatte. Da habe ich schon Besseres gehört. Davon bin ich überzeugt. Mein Herz tat einen Satz und ich fuhr herum. Bilder davon, wie ich die Nacht im Stadtgefängnis verbrachte, schossen durch meinen Kopf. Obwohl ich offensichtlich gerade auf frischer Tat ertappt worden war, ließ ich den Pflock schnell hinter meinen Rücken verschwinden. Zum Glück war es kein städtischer Freund und Helfer, der im Eingang der Gasse stand, sondern ein Mann in schwarzer Hose und weißem Hemd. Trotzdem verspürte ich keinerlei Erleichterung, als er gemächlich auf mich zukam, als wäre er zu einem mitternächtlichen Spaziergang unterwegs. Er hatte mit angesehen, wie ich den Fee erstochen hatte. Dass er trotzdem herkam, konnte nur zweierlei bedeuten. Entweder gehörte er zum Orden, aber nicht zur Sektion New Orleans, denn ich kannte ihn nicht, oder er war ein Diener der Fee, ein Mensch, der in ihrem Bann stand. Dann konnte er genauso gefährlich sein wie seine Herren. Und wenn man ihn erstach, würde er keine Puff- und Wegnummer abziehen, sondern er würde bluten, sterben und eine Leiche hinterlassen, genau wie alle anderen Menschen auch. Der Orden hatte keine strikten Regeln, was das Töten von Menschen anging, weil es manchmal ein notwendiges Übel war. Aber es musste schon extrem mies stehen, bevor man einen umbrachte. Meine Finger verkrampften sich um den Pflock. Bitte sei kein Diener. Bitte sei irgendein Spinner, der glaubt, ich wäre eine rothaarige Stieftochter oder sowas. Bitte, bitte, bitte. Kann ich Ihnen helfen? Fragte ich und wappnete mich innerlich. Der Mann legte den Kopf schief. Und nein, das gefiel mir ganz und gar nicht. Jeder Muskel in meinem Körper spannte sich an. Der Typ stand einige Schritte vor dem Ausgang der Gasse und dann sah ich es. Schrägstehende Augen von einem blassen, ausgewaschenen Blau. Feeaugen. Aber seine Haut war nicht silberfarben. Sie hatte einen kräftigen Olivton, der einen scharfen Kontrast zu seinem blonden Haar bildete. Es war so hell, dass es beinahe weiß war. Und es war lang, wie die Haare von Legolas in der Herr der Ringe. Legolas war heiß. Okay, ich musste mich dringend konzentrieren, weil mit diesem Typen irgendwas nicht stimmte. Alle meine Instinkte warnten mich. Ich trat einen Schritt zurück und betrachtete den Neuankömmling. Er war nicht mit einem Glamour-Zauber belegt und er zeigte auch nicht den typischen stumpfen Blick eines Dieners. Er sah menschlich aus, gleichzeitig aber auch wieder nicht, und er hatte etwas an sich, das mir geradezu entgegenschrie, dass er nicht freundlich sein würde. Der Typ lächelte und hob den Arm. Wie aus dem Nichts erschien eine Pistole in seiner Hand. Einfach so. In der einen Sekunde war da eine leere Hand und in der nächsten Sekunde hatte er eine Waffe. Was zur Hölle? Ich wünschte, du könntest gerade deinen Gesichtsausdruck sehen, sagte er. Dann richtete er die Pistole auf mich. 2. Der Mann, der eine Waffe auf mich richtete, war auf keinen Fall ein Mensch. Denn soweit ich wusste, fehlte uns die raffinierte Fähigkeit, aus dem Nichts eine Pistole hinaufzubeschwören. Ich glaubte, dass nicht einmal die Fee dazu in der Lage waren. Aber dieser Mann, dieses Ding, musste ein Fey sein. Nicht cool, sagte ich und wich zurück, wobei ich mir nicht länger die Mühe machte, den Pflock zu verstecken. Bei einer Messerstecherei eine Pistole zu ziehen, ist irgendwie stillos. Das Ding lachte und das Lachen war so eisig wie ein Winter im Norden. Keinerlei Humor, keinerlei Mitgefühl, keine Menschlichkeit lag darin. Ich wäre schön blöd, wenn ich dir erlauben würde, hinter mir aufzutauchen und mich zu erstechen, wie der Letzte es eben gemacht hat. Gutes Argument. Ich ging langsam weiter rückwärts und mein Herz hämmerte.
Ich näherte mich dem anderen Ende der Gasse. Mir blieb nur eine Möglichkeit. »Du bist kein normaler Fay.« Ein schmallippiges Lächeln erschien auf seinem Gesicht. »Und du bist eine dumme Kuh?« Ich ignorierte den herabwürdigenden Ausdruck, den die Fay für Menschen nutzten. Kuh, Vieh, Nahrung, was auch immer. Man hatte mich schon Schlimmeres genannt. »Was bist du?« fragte ich. Er öffnete den Mund, aber diese Sekunde der Ablenkung war alles, was ich brauchte. Ich sammelte mich und holte aus, trat einen Schritt nach vorn und warf den Flock, so wie ich es hunderte Male trainiert hatte. Voll ins Schwarze, das hatte ich gewusst. Das spitze Ende grub sich tief in die Brust des Dings und schleuderte es einen Schritt nach hinten. Ein langsames, zufriedenes Lächeln erschien auf meinen Lippen. »Warte mal, ich weiß, was du bist. Ein toter Fay.« Und an dieser Stelle endet die Leseprobe zu Wicked von Jennifer L. Armentrout. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust auf das Buch machen. Wenn ihr mehr über das Buch erfahren wollt, schaut es euch einfach an. Ich kann euch die Geschichte wirklich nur empfehlen. Und ja, das soll es jetzt auch von mir gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.